Hallo, wir machen heute eine kleine Roomtour und ich glaube, wir fangen einfach mal in dieser Ecke des Zimmers an. Denn es gibt so ein paar unterschiedliche Ecken in diesem Zimmer. Ich habe dieses Video jetzt super spontan aufgenommen, weil ich realisiert habe, dass ich keine Zeit mehr haben würde. Das heißt, das hier ist tatsächlich der Status, in dem so mein Zimmer normalerweise ist. Hier ist eine kleine Tasche, die ich von meinem Freund und mir immer hin und her trage, weil wir viel Zeit bei ihm verbringen und sie viel Zeit bei mir verbringen. Und das ist sozusagen die Tasche, was zu ihm rüber muss. Das hier ist mein Bett, aber es gehört tatsächlich nicht mir. Also das Zimmer ist möbliert, fast nichts hier gehört mir. Und ja, das ist ein ziemliches Standardbett. Und wenn ich am Schreibtisch arbeite, dann lege ich quasi meine ganzen Dokumente und so, die ich gerade nicht brauche, lege ich immer hier ab, damit ich auf dem Schreibtisch ein bisschen mehr Platz habe. Und über dem Bett gibt es diese Bilder, die ich wirklich total liebe. Das sind Bilder, die ich alle im Urlaub aufgenommen habe, teilweise in Japan und teilweise in Taiwan. Und nach dem Urlaub dachte ich mir einfach, ich muss die mal einrahmen und aufhängen, weil ich weiß nicht, das machen wir so selten. Wir machen so viele Bilder im Urlaub, aber wir hängen sie meistens nicht auf. Und guck mal, da bin ich ganz glücklich am Strand. Das war eine schöne Zeit. Das hier ist tatsächlich ein Möbelstück, was mir gehört. Das ist mein Nachttisch. Und ja, der ist ziemlich Standard. Da ist eigentlich fast nichts drin. Relevant sind vielleicht diese Sachen hier. Ich lese ziemlich viel und hier sind oft meine ungelesenen Bücher. Ich habe mir auch so ein One Line a Day geholt. Und das ist so ein kleines Tagebuch, wo man eine Sache pro Tag aufschreiben kann. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich lese gerade A Little Life von Hanya Yanagiha. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das ist ein bisschen mein Nachttisch. Das ist tatsächlich ein Bild, was mein Vater aufgenommen hat. Mein Vater kann sehr toll fotografieren. Und ja, das habe ich hier ans Bett gestellt, weil ich es so schön fand. Das hier ist wahrscheinlich eine der schönsten Teile meines Zimmers. Das ist mein Bücherregal. Inzwischen finde ich es ein bisschen chaotisch, aber insgesamt ist es immer noch einer meiner Lieblingsteile. Und ich habe auch mal ein Video tatsächlich nur über das Bücherregal gemacht. Am wichtigsten ist, glaube ich, nur diese kleine Harry Potter-Ecke, wo, naja, zum einen habe ich die britischen Versionen der Bücher und ich habe auch die lateinische Version natürlich. Und hier habe ich die 20th Anniversary Editions, von denen die es gibt, und die paar extra Bücher, wie zum Beispiel Quidditch Throughout the Ages und mein kleiner Niffler, der auf meinen Time Turner aufpasst. Und hier unten habe ich die amerikanischen Versionen. Also Harry Potter wird hier ziemlich hoch gehalten. Hier drüben habe ich meine kleine Schminkecke und ja, da gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Ich habe meine Schminke auf diese Sachen komprimiert. Das war früher nicht so. Früher hatte ich sehr viel Schminke. Aber so viel brauche ich eigentlich nicht. Und hier unten gibt es noch mehr Bücher und meinen Drucker und dann noch so ein paar Unterlagen für zum Beispiel Kontoauszüge, für meine Steuererklärung, solche Dinge, Drucker und so weiter. Ja, ich habe auch einen Staubsauger hier. Das ist eine lange Geschichte. Da ist ein Spiegel, in dem ich mich schminke. Und hier hinten, hinter dem Regal, ist tatsächlich meine Ecke, wo ich meine Stative reinlege. Hier ist etwas, was ich auf Etsy gefunden habe. Das ist wahrscheinlich auch einer meiner kleinen Lieblingssachen. Das ist auch von Harry Potter. Und ja, das ist das erste Blatt von dem einen, also von Chapter 21, von The Tale of the Three Brothers. Und ich finde diese Illustration super cool. Also ich fand sowieso im Film sehr schön, wie sie das illustriert haben mit den Three Brothers. Und ich finde, die Künstlerin, die das hier gemacht hat, hat das nochmal so richtig schön rausgebracht. Und dann haben wir meinen Schreibtisch. Und realistischerweise sieht mein Schreibtisch zurzeit immer so aus. Das ist mein Schreibtisch zurzeit und der Computer ist offensichtlich neu. Ich habe letztes Jahr bei YouTube NextUp gewonnen und das ist im Prinzip ein Creator Camp, wo YouTube selbst kleinen YouTubern wie mir beibringt, wie man YouTuber wird. Und im Umfang von diesem Creator Camp habe ich eben einen Produktionsgutschein auch gewonnen und von diesem Produktionsgutschein habe ich mir dieses Baby geholt. Weil mein Laptop ist wunderbar, ich liebe meinen Laptop und für mein Studium ist es nach wie vor die beste Investition gewesen. Aber mein Laptop ist wirklich nicht dafür gemacht gewesen, Videos zu bearbeiten und Videos hochzuladen. Und das macht jetzt dieses Ding und ich muss sagen, es ist eine komplett neue Erfahrung, Videos zu bearbeiten auf etwas, was wirklich bearbeitet werden sollte. Auf meinem Schreibtisch habe ich immer so ein paar Sachen rumstehen, realistischerweise. Normalerweise seht ihr ihn ja nur ganz leer. Aber ja, so sieht er eigentlich in Realität aus. Und das bedeutet so ein paar Dinge. Zum einen
habe ich jetzt gerade meine Kamera hier liegen, weil ich die eben benutzt habe, um ein paar schöne Shots vom Zimmer zu machen. Und ich habe hier immer Wasserglas, meistens eine Kaffeetasse rumstehen und hier drinnen, das Gute ist, ich kann jetzt hinter dem Computer die Sachen verstecken, habe ich meine Festplatten, Wasser und hier so einen kleinen Teller für SD-Karten. Und ja, das ist unser Uni-Siegel. Ich mache jetzt auch bei Democrats Abroad mit. Das heißt, ich habe hier ein kleines Vote from Abroad-Ding. Wer unter euch also Ami ist, aus den USA, aber in Deutschland lebt, ihr könnt natürlich immer trotzdem in den USA wählen. Und wenn ihr das möchtet, dann geht auf votefromabroad.de und meldet euch an. Register to vote. Wichtig dieses Jahr. Ja, und hier ist im Prinzip meine Tastatur, das Ganze, was man so braucht. Ich habe meistens einen Snack irgendwie hier stehen, wenn ich bearbeite oder generell am Computer bin. Das ist mein Mikrofon für Voiceovers und für Skype-Calls. Das heißt, das sorgt für die gute Qualität, dass ihr meine Stimme immer so schön hören könnt. Und da hinten habe ich meinen Laptop aufgestellt. Und wenn ich den brauche, dann nehme ich ihn quasi wieder mit nach vorne. Das ist also mein Schreibtisch, wenn er quasi in Gebrauch ist und wenn ich ihn mal realistisch benutzen muss. Neu ist wahrscheinlich auch dieser Schreibtischstuhl. Wer meinen Blog gesehen hat, weiß, dass ich bei IKEA diesen Stuhl gefunden habe und ich bin super glücklich damit, weil ich tatsächlich mal gut am Schreibtisch sitzen kann und nicht irgendwie eine schlechte Sitzposition habe. Also das war eine tolle Investition. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich die Lehne nur an einer Seite anbringen kann. Wie ihr sehen könnt, ist hier eine Lehne, aber auf der anderen Seite nicht. Aber eine Lehne ist besser als keine Lehne. Das ist mein Motto. Die nächste meine Ecke meines Zimmers sieht quasi so aus. Hier ist mein Wäschekorb. Ja, und da unten ist eine kleine Kerze. Eigentlich ist das Weihnachtsdeko. Aber ich habe gerade keinen Keller oder so. Das heißt, das steht jetzt immer hier. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Und hier oben kommt etwas, was ich absolut liebe. Und zwar ist das ein Kunstwerk von meiner Großmutter aus den USA. Und sie hat dieses Ding gemalt tatsächlich und ja, ich hänge es in jedes Zimmer, in jedes WG-Zimmer, was ich habe, hänge ich dieses Ding auf, weil das einfach wunderschön ist. So, von hier aus kommt es in den nächsten Teil meines Zimmers und ja, das ist so ein bisschen mein Wohnzimmerteil. Hier ist mein alter Schreibtischstuhl, den habe ich jetzt einfach hier ein bisschen in die Sitzgruppe integriert. Und ich finde eigentlich, dass es ganz gut funktioniert. Und tatsächlich ist es ganz schön, wenn Gäste da sind, dass man nicht irgendwie alle zusammen auf der Couch sitzt, sondern dass man hier noch so eine kleine Sitzgelegenheit hat. Und den Tisch habe ich von meiner Mitbewohnerin abgezogen, den wollte sie irgendwann nicht mehr. Aber ich denke, im Umzug werden wir den wieder hier lassen. Hier gibt es eigentlich nichts Spannendes drauf. Da ist gerade Alexa. Meistens stellen wir hier unsere Getränke ab, wenn wir auf der Couch sitzen. Ich habe ein bisschen Deko auf der Fensterbank, aber da sind private Fotos. Das heißt, die zeige ich euch nicht. Und das hier ist, ja, die Couch. Die gehört auch dem Vermieter. Aber solltet ihr eine Couch demnächst holen wollen, dann empfehle ich euch nicht, eine Couch zu holen, die hell ist, weil einfach man überall Flecken drauf macht. Zumindest mache ich überall Flecken drauf. Aber was an der sehr praktisch ist, ist, dass sie vor einem kompletten Bett konvertiert. Also beide Seiten lassen sich rausziehen. Und dann kann man diese Polster umklappen und dann hat man ein Bett. Und das ist ziemlich cool. Darüber gibt es diese Lampe und das ist auch dann wirklich ein Ort, wo ich gerne lese, weil ich da einfach gutes Licht habe. Und hier ist so ein kleines Schubladenelement, wo ich auch ziemlich viel Zeug drin habe. Und das habt ihr bestimmt schon einige Male gesehen. Hier liegen eigentlich nur random Sachen. Das sind kleine TEDx 3D-Prints von meinem Engagement bei TEDx. Das hier muss zurück ins Bad. Mein Freund hat letztens Stuttern für sich entdeckt, deswegen liegen die hier. Und sonst eine Pflanze, die ich regelmäßig fast umbringe. Und über dem Bett habe ich dieses kleine Ding und da sind ganz viele Keepsakes von mir drauf. Also das sind Sachen von Reisen oder Theaterkarten oder sonstiges. Und besonders gefallen mir diese hier. Das war beim Next Up eben. Und das war so eine coole Fotomaschine, wo man einfach sich toll verkleiden konnte. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das war wirklich toll. Hier habe ich auch meine kleinen Banner. Ja, neben der Couch stehen Spiegel und ist auch mein großer Schrank. Das ist etwas zum Beispiel, was ihr nicht so oft seht. Weil wir jetzt bald umziehen, habe ich einfach ganz viele Kisten aufgehoben und die stehen da oben. Und was ich euch auch vergessen habe zu zeigen, sind diese Bilder da oben. Das ist ein Bild von meinem Vater weiter noch, aber von hier aus sieht man das einfach nicht. Und das habe ich, als ich 16 war, in Berlin geholt. Das fand ich damals so cool und meine Eltern haben mir dann quasi das Einrahmen geschenkt und ja, dann seitdem habe ich dieses Bild und nehme es einfach die ganze Zeit mit mir rum. Ich finde das auf jeden Fall sehr cool. Und so sieht diese Ecke hier aus. Nebendran ist hier einfach mein Spiegel.
Und ja, ihr seht, da steht das andere Stativ und viel anderes Gerümpel. Und hier unten steht mein Arbeitstablett. Das ist so ein Tablett, was ich benutze, um auf der Couch zu arbeiten. Das musste ich vor allem benutzen, als ich noch frisch an der Hüfte operiert wurde. Da konnte ich nämlich nicht richtig sitzen. Da konnte ich nur auf der Couch sitzen, das war so ein Betttisch. Und hier hinten versteckt sich dann mein Kleiderständer. Ist eigentlich ganz praktisch, dass es da zwischen die Wand passt. Und dann habe ich hier meinen riesigen Schrank, der auch nicht mir gehört. Auch gehört meinem Vermieter. Da ist eigentlich alles drin, was ich so besitze. Und das ist die Tür. Schön mit Stuck. So, das war meine kleine Roomtour von meinem WG-Zimmer. Und ich weiß nicht, ich wollte jetzt nur ganz kurz am Ende nochmal sagen, das ist natürlich kein realistisches WG-Zimmer ist. Das ist mit Abstand das schönste WG-Zimmer, was ich jemals gehabt habe. Die davor waren quasi eher normalere WG-Zimmer, obwohl sie natürlich auch sehr schön waren. Aber das hier war mit Abstand das teuerste, was ich hatte. Und das lag daran, dass als ich umgezogen bin, ich zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger fluchtartig aus meiner anderen WG rausgegangen bin. Und da habe ich einfach genommen, was ich kriegen konnte. Und tatsächlich habe ich dieses Zimmer gekriegt, nur dass es halt super teuer war. Also ich zahle 525 Euro im Monat. Und das ist auf jeden Fall nicht der Heidelberger Durchschnitt. Wenn ihr nach Heidelberg ziehen möchtet oder hier studieren möchtet, dann würde ich mal mit zwischen 350 und 450 Euro rechnen. Die meisten, die ich kenne, zahlen zwischen 350 und 400 Euro und haben damit auf jeden Fall ein gutes WG-Zimmer in einer relativ guten Lage. Je nachdem. Es geht auch anders, also man kann auch weniger als 350 Euro bezahlen. Zum einen, indem man im Studentenwohnheim wohnt oder ein bisschen weiter außerhalb schaut. Also zum Beispiel in Kirchheim oder Rohrbach Süd gibt es deutlich günstigere Zimmer nochmal. Oder natürlich, wenn man ein super kleines Zimmer nimmt. Also wir haben in unserer WG auch ein super kleines Zimmer und das kostet weniger als 300 Euro im Monat. Aber es ist wirklich schon sehr klein. Also wir reden hier von weniger als 10 Quadratmetern. Ja, ich habe mich hier in meinem Zimmer auf jeden Fall sehr wohl gefühlt und ich glaube, das war der richtige Ort, mit meinem YouTube-Kanal anzufangen, weil er mir natürlich immer schöne Hintergründe geboten hat. Jetzt werde ich mich von diesem Zimmer verabschieden und ich freue mich total, dann mit meinem Freund zusammenzuziehen und das wird auf jeden Fall schön, endlich mal nicht in einer WG zu wohnen. Nach 7 Jahren WGs ist es auch langsam echt genug. Wenn ihr ein Video von mir möchtet, wo ich ein bisschen über meine WG-Erfahrungen spreche von 7 Jahren, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe letztens mal überlegt, ob das interessant wäre oder nicht. Sagt mir am besten Bescheid. Und ja, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder bald. Bis dann.